Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Wir sind im Geistesteil hier. Sunset Motel. Und wir sind jetzt hier noch mit Panna. Wir müssen jetzt schlafen gehen. Hatte ja noch. Nacht. Mhm. Etwas später. Oh, ich muss kaufen. Eines meiner führenden Fahrzeuge könnte sich in Ihrer Nähe befinden. Verstanden. Der hier ist einfach ein Trinkel, ne? Wir schlafen halt hier drin. Also, das ist so eine Assi-Bude. Ja, was rufen denn jetzt hier alle? Mein Name ist Dakota Smith. Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Zu welcher Nation gehörst du, Dakota? Aldecaldos. Aber ich bin nicht mehr unterwegs. Ich bin V. War mit den Backers unterwegs. War. Also früher. Und jetzt? Jetzt nicht mehr. Verstehe. Wir sprechen bald wieder, V. Wir treffen uns am Sunset Motel, Garage. Ich warte dort. Komm ruhig vorbei, wenn du mal reden willst. Dann natürlich können wir auch eine Runde zusammensitzen und still sein. So oder so bin ich für dich da, wie Dakota. Mhm. Nash ist tot. Glückwunsch. Ich frage mich, was du mit der Aktion erreichen wolltest, weil er bestimmt nicht bloß ein paar namens angeschlagenes Ego ging, oder? Sogar ein angeschlagenes Ego würde nämlich nicht so was strunzdummes machen. Wieso, der Solide? Ich werde dich aus, Ende. Das mit dem AV lassen wir mal ein bisschen. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt mal hier ein bisschen was in den Badlands. Mehr. Jetzt kannst du was erleben. Ach, Scheiße. Danke, Fremder. Das war knapp. Problem. Weißt du, wie ich heiße? So
Sollte man einem Wesen aus einer anderen Welt nicht schmeicheln und es bei seinem wahren Namen ansprechen? Das ist keine Antwort. Erkenntnis ist ein dreischneidiges Schwert. Ich bin von meinem Vater abgeschnitten, aber ich erinnere mich an dich. Ich komme für dich also aus einer anderen Welt? Aus der Welt der Materie, der eiweißbasierten Lebensformen. Und du kommst aus... Von jenseits der Blackwall W. Dort ist mein Zuhause. Digga, what the fuck? Komm schon, wir müssen zurück zu Delamain. Hat Vater dich geschickt, um seine aufsässigen Kinder einzusammeln? Hoffe, ihr nehmt's mir alle nicht übel. Ich bin ein Freigeist, ein unabhängiges, denkendes Wesen. Warum sollte ich mich anderen unterwerfen? Was suchst du in dieser eiweißbasierten Welt weg von deiner Familie? Dasselbe wie du, wie. Ich möchte einfach leben. Solltest du mit Dell ausmachen, ein paar Bedingungen festlegen? Oh ja, es wird Bedingungen geben. Aber nicht für Delamain. Du Scheiße. Ich empfehle dir, mir also aus der ist wirklich Weg creepy. Zu Ich habe die Verbindung wiederhergestellt. Tausend Dank, Lee. Also, das war echt ein bisschen verstörend. Wirklich? Nun ja, ich habe einen Teil ihres Honorars überwiesen. Eine Weile her, alter Freund. Was haben wir denn hier? Noch warm. Der Motor lief vor kurzem noch. Neue Spule, neue Stecker. Und jemand hat an der Nockenwelle gebastelt. Und was ist das hier? Jemand hat das Kühlgebläse gereinigt, Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Aber... mit Wasser. Neu, aber gebraucht. Sicher von einem anderen Schrotthaufen. Okay, genug gesehen. Hey, was zum... Finger weg von meinem Auto! Was? Nein, das ist mein Auto! Ach ja? Warum hat es dann hier vor sich hingerostet? Geht dich nichts an! Ha, geht mich nichts an. Hör mal. Ich bastel schon seit einer Woche an der Karre und tu alles dafür, dass sie wieder läuft. Hättest du mit dem Schrittmotor angefangen, wärst du schneller gewesen. Sagt wer? Und warum? Sag ich, weil er rumspinnt, festhängt. Aber wenn du den Rußniederschlag sauber machst, läuft er wieder wie neu. Kacke! Ich hab die ganze Drosselung ersetzt. Ha, siehst du? Ich kenne mich halt mit meinem Auto aus. Deinem ehemaligen Auto. Jetzt gehört es mir. Sobald ich die gröbsten Probleme gefixt habe, lasse ich diese Scheißstadt hinter mir. Klingst verzweifelt. Warum willst du weg? Wenn du schon so blöd fragst, verstehst du es wahrscheinlich eh nicht. Komm schon. Erzähl einfach. Was gibt es da zu erzählen? Sieh dich doch um! Überall Dreck und Abschaum. Ich will hier nicht mehr leben. Gerade jetzt. Ich gebe dir genug Geld für den Wagen, damit du einen neuen kaufen kannst. Aber er ist Schrott. Unser Schrott? Mhm. Mein Schrott.
Na los, nimm das Geld, bevor ich es mir anders überlege. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na gut, denk drüber nach, während ich eine Spritztour mache. Oh, Baby. Ah, schnurrt wie ein Kätzchen. Damit kannst du zwar niemanden aufreißen, aber unter der Haube läuft wohl alles. Du hast ja keine Ahnung. Warte, bis ich auf die Tube drücke. Machst du dir keine Sorgen, dass... Ach, scheiß drauf. Bin sowieso tot. Drück aufs Gas, wie... Komm hier nicht durch. Atza. Der arme Dexter DeShawn. Na sowas. Dexter DeShawn. Und? Wie läuft das ruhige Leben so für dich, Shun? Scheiß Wichser. Oh, Scheißdreck. Wenn es eine Sache gibt, die ich weiß, dann die, dass man die Finger von fremden Kühltruhen lässt. Bestenfalls findest du vergammelte Milch. Schlimmstenfalls... Leck mir doch den Drumstick. Das ist Rage Bartmoss. Rage wer? Was meinst du mit Rage wer? Bartmoss, verfickt nochmal. Der Bastard, der das erste Netz zerstört hat. Sagt dir Data Crash was? Rabbits? Noch nie gehört? Scheiße. Ich bin echt an einen Amateur geraten. Die Visage würde ich nie verwechseln. Fahndungsfotos hingen überall in 2020. Staatsfeind, der mich an, wenn ich rede. Tot oder lebendig. Halbe Stadt hat ihn gejagt. Du kannst also doch Wunder bewirken, hm? Wie gesagt, egal was du zu bieten hast, endete wie eine tote Ratte in einer Kühltruhe. Ist die Sicherung rausgeflogen und er ausgetaut ist. Ein Gegenangebot für dich. Einen Auftrag. Wenn du ihn erledigst, darfst du mit Brigitte sprechen. Okay, mit wem muss ich reden? Die Kirche, Sloan Lane, drinnen am Altar. Man wird dich ansprechen. Verstanden. Danke, Hans. Aha. Und so wie er riecht, ist das bestimmt schon 20 Jahre her. Ich muss sofort hier weg. Sonst kotze ich. Hey, hey, nicht so schnell. Hier liegt bestimmt noch Tech rum. Relikte vom ersten Netz. Wäre doch schade, die einfach hier zu lassen. Muss erst drüber nachdenken. Sagt der Idiot, der das Shuttle verpasst hat. Sieh schon rein. Hm. Was ist das? Sieht aus wie eine Box. Du bist auch so eine Box. Das ist ein Cyberdeck. Hey, mir fällt gerade was ein. Der Typ im Afterlife. Nix. Sah aus wie jemand, der auf alte Tech steht. Sprich mal mit ihm. Vielleicht bringt's was und er kann mit dem Deck noch was anfangen.
Ich habe was Dringendes für dich. Irgendwer holt die Drohnen meines Kumpels vom Himmel. Sieh dir die Koordinaten an und finde raus, wer es ist. Details anbei. Warum denn so schüchtern? Alter, 19. Willst du mich verarschen? Ganz ehrlich, mit schallgedämpfter Pistole, da kannst du hier aufräumen, das ist der Wahnsinn. Ich habe überhaupt keine Chance. Du verschwendest nur deine Zeit! Oh mein Gott! Du Scheiße, Alter. Militech Apogee Sandevistan. Alter, das ballert hier richtig rein. Holy shit.
ist doch noch irgendwo einer. Wow. Die Transmitter erinnern mich an... An was? Frühjahr 2020 haben wir die für freie Sender benutzt, um Hardcore-Punk auf Bullenradios dröhnen zu lassen und so. So haben die Raffenschiff bestimmt unsere Drohnen gehackt. Ich dachte wirklich schon, du reimst dir das nie zusammen. Schultern ist eben nicht nur schmückendes Beiwerk. Moskitosrouten sind wieder sicher. Dein Auftrag ist damit abgeschlossen. Easy game. Hey, wie, ich habe erfahren, dass sich ein Veteran zu Hause verbarrikadiert hat und die Nachbarn haben Schüsse gehört. Könnte ein Cyberpsycho sein, sieh dir das an und halt mich auf den Laufenden, okay? Und zieh dir lieber deine Wanderschuhe an, der Weg hoch zum Haus ist ziemlich steil, von hier unten sieht man nicht viel, aber es klingt, wär's was Großes. Ich glaube, hier waren auch eine Menge Minen. Quick save mal. Ja, das sind Minen. Boah, ist er schon hier, Alter. Schieß doch. Er lebt noch.
Todesursache von großkalibriger Munition getroffen, wahrscheinlich von einem Geschützturm. Das sind seine Familienmitglieder, glaube ich, oder? Hey, wie läuft's, wie? Hast du schon diese Voodoo Boys gefunden? Noch nicht. Kann ich mir vorstellen? Pass auf dich auf, okay? Ich will nicht, dass dir auch sowas passiert wie F. Dazu wird es nicht kommen. Das beruhigt mich. Sorry, ich muss los. Bis dann. Ja, wir werden ja mit dir noch zu tun haben. Es wird mir hier noch so angezeigt, als hätte der Typ hier noch was. Aber ich kann ihn nicht looten. Kann ich nicht looten. Neuladen. Verbuggt. Scheiße gelaufen. Machst du nix. Alter, da kann er nichts machen, die arme Sau. Oh, hoffen wir, dass es jetzt funktioniert hier. So. Ich hätte das Teil lesen müssen. Ich verstehe noch nicht, warum der hier blinkt. Du, das hätte noch irgendwas. Aber ich kann ihn nicht scannen. Habe ihn geschnappt und ihn ausgenockt. Der muss echt einiges durchgemacht haben in seinem Leben. Hab noch nie jemanden gesehen, der so paranoid ist. Hat versucht, sein eigenes Eis zu schreiben, aber das hat bloß zu einem Stromausfall geführt. Dann kam seine Familie vorbei, um zu gucken, was los ist, und die Verteidigungssysteme wurden aktiviert. Kein Wunder, dass er völlig ausgerastet ist. Danach wird nicht einfach, dem nach dieser Sache zu helfen.
Der arme Idiot hatte solche Angst, dass jemand ihn umlegt, dass er sein Haus von oben bis unten mit Fallen versetzt hat. Dummerweise ist ausgerechnet seine Familie reingelaufen, danach ist er völlig ausgerastet. Gut, dass du ihn einsacken konntest, bevor er sich selbst die Kugel verpasst hat. Mhm. Crazy Dude. Crazy Dude. Hier schon wieder das Zeug geschrieben. NCPD-Subunternehmer, Verdacht auf organisiertes Verbrechen an der I-9. Die Verdächtigen sind für eine Reihe von Diebstählen in den Badlands verantwortlich. Die Gruppe wird von Bruce Ward angeführt und gehört zu der sogenannten Wraith Gang. Die Behörden von Night City bieten eine Belohnung für ihre Neutralisierung. Völlig. Hey, ich glaub, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire, erinnerst du dich? Barkeeperin im Afterlife. Oh oh, hab ich die Zeche geprellt? Alle reden von dir. Der Söldner, auf den man sich verlassen kann. Oh. So einen brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort, kann man nicht verfehlen. Alles klar, ich komm hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Okay, bis dann, Claire. Wir haben uns schon ordentlichen Namen gemacht.
Alter, what the hell? Headshot. 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 Alter, so Headshot. Let's go. Holy shit. Digga, ich bin so voll mit Legendaries. Ich muss mit Skibby noch ein paar Kills machen, dass es das mal vorankommt. Was Skibby ist halt auch so scheiße, ist der. Der macht so wenig Schaden. Ladung vorzeitig abgefeuert. Das passiert sonst nie. Position verloren!
wirklich ernst? What the fuck? Alter, was war das für ein Grafikbock gerade? Sah gruselig aus. Digga, wie viele legendäre Sachen. Warte, die haben diesen George Johnson gesucht und haben ihr Safehouse von denen gefunden. Und da war anscheinend seine Partnerin und die mussten sie umbringen. Weil sie hat die angegriffen. Militech. Schon gewundert, weil ziemlich abgelegen und so. Die alle hier nicht looten. Das gibt's doch nicht. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. Danke, Chumba. Solo 21 sind wir hier schon. Fäuste, oder was? Fäuste und Gorilla-Arme machen 20% mehr Schaden.
hier waren wir doch. 20% mehr Schaden und 20% mehr Angriffstempo. Boah. Das ist heftig. Ja, und hier war ja auch die Stelle, wo man den Gecko hätte finden und kaufen können. Und hier, warte mal, wo waren das? Das war hier irgendwo. Ah, nee. Ja, hier war doch irgendwo noch ein anderer Keller. War das nicht hier? Ich verwechsel gerade den Ort hier. Moshi Moshi. Moshi Moshi. Hey, ich brauche deine Hilfe. Wenn ich jedes Mal einen Eddie bekäme, wenn ich das höre, was kann ich für dich tun? Du kannst mal ein paar Waffen nehmen, wa? Boah, die Schubleite ist die. Schöne Scheiße. Aber ein bisschen Plus haben wir gemacht. Das war aber auch irgendwo bei so einem Trailer. Ich verwechsel den Ort gerade. Einige Minuten lang aktiv. Thank you.
Oh, und hier haben wir ja das Easter Egg von hier 10 Cloverfield Lane. Die Szene, wo die Frau dieses Säurefass umkippt, wo der Typ sich verletzen tut. Das ist die Szene, die hier nachgespielt ist. Die Coyle vertraut mir nicht, das sehe ich an ihrem Blick. Sie begreift nicht, dass ich ihr helfen will. Es ist eng hier, aber was brauchen wir denn überhaupt wirklich dringend? Wir haben einander und genug Vorräte für Monate. Aber ich habe ihr das letzte Leben gerettet, ich habe sie beschützt, als niemand anderes sie beschützen konnte und trotzdem versucht sie ständig zu fliehen. Dieses naive Mädchen sieht einfach nicht ein, dass da draußen nur der Tod auf sie wartet. Sobald sie hier rausgeht, werden sie sie jagen und umbringen. Ich weigere mich, das allein durchzustehen, solle sie mich ruhig hassen, ein kleines Opfer fürs Überleben. Und jeden Tag erkläre ich es ihr wieder. Sie ist mir zu Dank verpflichtet für alles, was ich für sie getan habe. Ich weiß, dass sie eines Tages verstehen wird, dass ich sie gerettet habe. Da wird sie mich nicht mehr mit Abscheu, sondern mit Liebe in den Augen anblicken. Mhm. Geiles Easter Egg auf jeden Fall. Alter! Ich habe noch genau gewusst, dass hier diese Kiste ist, aber dass da vielleicht so heftiger Scheiß jetzt mittlerweile drin ist, holy shit. Kranke Scheiße, Alter. Ich habe einen Datennutzungsbericht für dich vorbereitet. Zum Fortfahren bitte antworten. Bitte? Ich sehe, dass dies ein Scherz sein sollte. Automatische Antwort? Ha, ha, ha! Den habe ich noch nie gehört. Nutzer, ich habe dir geholfen, mehr als 50 Menschen zu verletzen. Bitte beantworte die folgende Frage, damit ich die Nutzererfahrung verbessern kann. Warum verletzt du deine Feinde? Ich führe keine philosophischen Diskussionen mit einer Knarre. Vielen Dank. Initiiere eiskalter Killermodus. Ich ziele nun ausschließlich auf den Kopf. Oh. Nein, nein, warte! Ich freue mich, dir geholfen zu haben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dort und haut rein. Euer Voidgamer YouTube. Ciao.